Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Feed the Beast Ultimate Reloaded. Ich habe mal hier so ein bisschen Erde aufgetürmt, beziehungsweise unten drunter ist natürlich Cobblestone. Und habe mal unsere schöne Küste hier nochmal ein bisschen verschandelt, so wie sich das gehört. Und hier in diesem Bereich, hier oben drauf, werden wir unsere Rubber-Produktion bauen. In zwei verschiedenen Ausführungen. Ich habe hier entschieden, wir werden einmal die Industrial Foregoing-Variante machen in dem hinteren Bereich hier, wo wir jetzt gerade stehen. Das heißt, hier kommt eine ganz einfache Baumfarm hin, wo Rubber Trees angepflanzt werden und abgeholzt werden. Ganz easy, ohne viel Schnickschnack. Dann in diesem Bereich hier möchte ich eine kleine Minecart-Strecke bauen und das tatsächlich mal mit der Steve's Carts-Variante nochmal machen. Und das soll dann nachher im Prinzip unsere Rubber-Produktion darstellen. Also die Steve's Carts sind dementsprechend mit den Tree Taps und nicht mit einer normalen Säge, also mit keinem Woodcutter oder so, sondern einfach ganz normal mit einem Tree Tap. Gut, wir fangen heute an mit der Industrial Foregoing Variante. Das heißt, wir brauchen dafür die üblichen Verdächtigen, quasi wie so eine ganz normale Farm auch. Und dementsprechend basteln wir uns den ganzen Krempel mal zusammen, den wir jetzt hier brauchen. Das Ganze wird natürlich auch wieder so ein bisschen ME gesteuert sein. Beziehungsweise eigentlich fast nur ME gesteuert, weil das klappt eigentlich so am besten, so mal nebenbei bemerkt. Gut, das heißt, wir geben hier einfach mal Plant ein. Dann haben wir hier nämlich schon mal den Plant Sower, den wir brauchen. Dazu brauchen wir noch einen Flower Pot. Und jetzt ist die Frage, Maschinenframe brauchen wir so oder so. Zwei Stück. Und jetzt ist die Frage, was hier noch fehlt. Die Pistons fehlen noch, aber die können wir, glaube ich, bauen, soweit ich weiß. Naja, easy going. Dann werden wir das tun. Genau, einmal den Plant Sower. Und dann brauchen wir halt noch den Plant Gatherer, genau. Und jetzt ist die Frage, was haben wir dann noch? Genau, die ganzen Werkzeuge fehlen. Das war mir irgendwie fast schon wieder klar. Oh, wir haben keine Sticks mehr, lol. Dann machen wir einfach mal noch einen Stack von den Sticks. Bauen zwei Iron Axes und bauen eine Iron Hoe. Achso, stimmt, die Gears fehlen noch tatsächlich. Moment. Da können wir auch nochmal 10 Stück von machen, das ist nicht so das Problem anscheinend. Genau, Plant Gatherer. Upgrades brauchen wir noch, beziehungsweise die Add-ons. Add-on, genau. Und zwar würde ich sagen, wir machen einen Range plus 3 Add-on. Das sollte eigentlich hinhauen, ne? Einmal und nochmal das Ganze. Dann können wir eigentlich schon mal hergehen und sagen, jo, wir brauchen noch einen Exportbus und einen Importbus, ne? Ja, ich denke schon. Next Start. Da müssen wir mal gucken, weil der braucht hier da ein bisschen länger. Und dann nehmen wir noch den Kollegen mit dazu und dann passt es soweit. Genau, den nehmen wir mit und der andere sollte gleich fertig sein. Und dann sollten wir mal gucken, dass wir vielleicht noch die eine oder anderen ME-Cable bauen. Warum braucht das so lange? Ah, jetzt so, okay. Genau, das haben wir. Und dann, wie gesagt, die ME-Cable, wir haben nur noch 14 Stück. Das reicht auf jeden Fall nicht aus, um den ganzen Kram hier zu ruppen. Ich mach mal 200, kriegen wir das hin? Ja, kriegen wir hin. Und wir brauchen Ducts. Da haben wir nur noch in Anführungszeichen 64 Stück, aber ich nehme den Stack einfach mal mit. Und dann schauen wir mal. Und pennen gehe ich mal kurz, genau. Ich tendiere dazu, dass wir gleich die ganze Energie und die ganze ME-Geschichte vom Wartungsschacht ausnehmen. Denn der sollte da ja eigentlich in irgendeiner Weise längs laufen, soweit ich weiß. Beziehungsweise, der müsste dann hier... Auf diesem Stück hier müsste der eigentlich gerade drauf zulaufend sein. Also hier, genau. Hier müsste der Wartungsschacht sein. Der geht hier rüber und geht hier rüber. Und da können wir nachher unsere Signale, die wir brauchen, in irgendeiner Weise abgreifen. So. Ich gehe nochmal einen Block runter, weil wir können nämlich auch den Block nutzen, wo dieser Plant Sower quasi selber steht, als Pflanzenfläche. So, dann kommt hier das Range Upgrade rein. Work Area... Genau, das ist dieser Bereich hier. Und hier... Ja, das packt heute gar nicht, aber gleich wahrscheinlich. Naja, wer weiß. Und hier kommt dann der Plant Gatherer. Der Plant Gatherer hin, genau. Der kriegt auch noch sein Tier 3 Upgrade. Dann machen wir den Laden wieder aus. Machen den nochmal kurz an zur Sicherheit. Ja, das ist nämlich genau derselbe Bereich. Wunderbar. Und dann haut das, glaube ich, hin. Wie gesagt, diese Farm hier, die wird nur relativ klein. Das ist aber kein Problem. Weil der restliche Part, der wird dann halt hier, ja, so eine gewisse in die Länge gezogene Rubber Tree Farm. Mit Steve's Carts dann dementsprechend. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Und zwar, wir buddeln uns hier so ein bisschen durch.
Genau, hier haben wir schon das Fundament vom Gebäude. Das ist aber an sich kein Thema. Ich pack hier nochmal so, upsala, so ein paar Fackeln an die Seite. Jetzt ist die Frage, ich denke mal nicht, dass wir auf dieser Höhe schon unseren Wartungsschacht erwischen werden. Ja, genau, hier kommen wir nämlich wieder raus. Ich meine, das war hier irgendwo auf der Ecke. Was wäre denn, wenn wir hier runtergehen? Aha. Aha. Kann das sein? Achso, das ist der Stein, den wir weggekloppt haben. Ja, das ist doch schon mal ideal. Wir müssen dann halt nur, oh Gott, nur hier ein bisschen drüber buddeln. Und dann haben wir das Ganze schon. Ja, wie gesagt, dann machen wir das hier halt ein bisschen tiefer, kein Problem. Es muss halt auch einfach nur Energie und ME hier durch und dann war es das schon wieder. Ja, kein Thema. So, ein bisschen Sand haben wir hier im Start. Den Rest, den wir halt nachher nicht brauchen, den bauen wir wieder zu. Gar kein Problem. So, hier machen wir kurz auf und da machen wir kurz auf. Der Block, der jetzt hier in der Mitte war, der kann hier eigentlich schon wieder hin, weil das juckt uns ehrlich gesagt recht wenig. So. Wir bauen hier auch keinen extra Wartungsschacht, ne? Wir werden einfach nur hässlich diese Kabel hier reinlegen. Und dann war's das, ja. Oh. Genau, das Ding geht hier einfach locker easy rüber. Und da oben drauf, beziehungsweise näher, vielleicht auch rechts oder links daneben, muss ich mal gucken. Da werden wir dann das ME-Kabel verlegen. So, und hier müssen wir einfach straight von unten ran. Und da hat der Kollege auf jeden Fall schon mal Strom. Ja, hat er tatsächlich. Cool. Ja, pass auf. Wir machen das tatsächlich auf dieser Seite hier, ja. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir da runter müssen eigentlich, ne? Warte mal. Im Endeffekt relativ simpel. Wir brauchen diese Seite und die mittlere. Wenn wir dann hier rüber buddeln, dann müssten wir es genau, dann sehen wir es schon. Upsi, ein bisschen schnell das Ganze. Genau, und hier daneben kommt dann das ME-Kabel und dann haben wir schon gar keine Probleme mehr. Easy. Ups. Ne, war sogar richtig. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt nur 14 Stück gerade, aber ich denke mal, die Produktion, die sollte bald soweit sein, dass wir uns hier noch die fehlenden Kabel dann zusammensammeln können. Ja, die Idee mit dem Wartungsschacht, upsala, okay, das war schon, war nicht schlecht. Ja, da sind unsere 200 Kabel, sehr schön. Genau, hier müssen wir gleich einmal hoch, aber ich mache jetzt erstmal den hinteren fertig, weil dann haben wir das nämlich schon mal. Halt, Moment. Falsches Kabel. So, dann machen wir das nochmal richtig. Genau, dann ist der auch connected. Wunderbar. Und wir haben uns mal wieder eingesperrt, wie immer. So, hier kommt gleich der Exportbus dran. Dazu brauchen wir aber noch die Rubber Tree Zaplings. Und einmal, genau, der ME-Exportbus. Der Kollege kommt hier ran. Ups. Und da kommen dann die Zaplings rein. Warte mal, du hast schon Strom in der Weg. Ich mache dich mal auf Pause, weil wir können auch hier das Inventar natürlich wieder locken, damit dann nichts schief geht. So, hier wird schon fleißig gepflanzt. Wir werden jetzt Folgendes tun, und zwar einfach mal den Laden hier zubauen. Und dann sehen wir von dem nichts mehr. Da müssen wir auch nicht mehr ran. Der braucht echt nur seine komischen Rubber Tree Saplings. Und das war's. Bei dem Kollegen hier werden wir ganz stumpf einfach den Importbus dran bauen. Und auch das sollte uns dann reichen. Da gehen wir ganz easygoing hier hoch. Achso, warte mal. Importbus haben wir gerade am Start, dann setzen wir den da, ups, schon mal hin. Genau, und dann ist der Kollege auch schon mal connected soweit. Ja, und alles, was hier unten noch so einigermaßen offen ist, das können wir wieder zubauen. Weil das war es im Prinzip schon. Okay, da oben haben wir Fusch am Bau, egal, das bauen wir gleich wieder zu, kein Problem. So, genau, hier ist der komische Kram. Hier tendiere ich ehrlich gesagt dazu, dass wir vielleicht ein paar von diesen Cobblestones hier mit reinsetzen, damit das nicht ganz so ultra, upsala, ultra hässlich wird. Wobei das im Prinzip auch an sich völlig egal ist, was es hier für ein Stein ist und welcher nicht. Hauptsache, der Laden ist einigermaßen zu, es sollten keine Monster spawnen und ich denke, genau das kriegen wir damit hin. Ups.
Ja, einfach mal alle Reste hier verbauen, passt. Ich komme hier wieder nicht raus. Wie immer. Gut, dann machen wir es so. So. Fertig. Jo, die Farm ist jetzt noch nicht voll, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass wir hier Rubber Wood bekommen. Und dieses Rubber Wood können wir später per ME-Export-Bus, ja, in einen Extraktor reinschmeißen. Der kann aus dem Rubber Wood dann dementsprechend das Rubber herstellen. Natürlich ist Rubber Wood jetzt nicht die effektivste Variante. Das ist nur so eine kleine Stütze, um den Kram herzustellen. Und die guten Dinge mit Sticky Resin und Co., die... Nur darum werden wir uns jetzt kümmern. Hier müssen wir mal gucken, wegen dem Spawning, ob wir das noch hinbekommen. Wenn wir den einen vorsetzen, geht das dann? Yep, dann geht das. Okay, alles klar. Ja, die Farm wird sich so nebenbei füllen. Ich weiß nicht, ob Lilypads of Fertility auch für Bäume zählen. Kann das vielleicht sein? Nur mal so rein Interesse halber. Nee, das ist nur Crops, also keine Saplings. Okay, alles klar. Hätte ja sein können, wer weiß. Gut, dann hätten wir die Mini-Baumfarm schon mal fertig. Wie gesagt, das mit den Steve's Cards machen wir wahrscheinlich morgen. Dann wird hier so eine Art Rundkurs gebaut, hin zurück, wenn das passt, muss ich mal gucken. Wenn nicht, dann nur hin zurück, weil wir müssen halt gucken, dass wir zum Hause noch ein bisschen Abstand lassen, denn sonst wachsen die Bäume natürlich nicht. Ich denke mal, dieser Abstand hier, das ist schon Maximum. Also hier können wir die Bäume hinbauen, Schiene, Bäume, Schiene, Bäume. Oh, das ist gar nicht so verkehrt. Da kriegen wir einiges unter, glaube ich. Ja, läuft. Okay, pass auf. Dann nächster Schritt. Wir fangen mit den Steve Cards Geschichten jetzt, also heute in der Folge noch nicht an. Das machen wir morgen. Aber jetzt muss ich mal kurz was gucken. Wir hatten doch schon genau eine Electric Wrench gebaut. Jetzt ist die Frage, es gab früher einen sogenannten Lossless Mode, sodass man auf jeden Fall ausschließen konnte, dass die Maschinen beim Abbau kaputt gehen. Das war ein Mode Switch Key, ne? EC2, Numpad 1 habe ich das gemacht, okay. Ich kann das Escape nicht verlassen. Hilfe, hallo? Okay. Okay, es gibt keinen Mode Switch Key anscheinend. Ich kann hier drücken, wie ich will. Es passiert nichts. Warte mal. Na, warte, wir suchen das mal eben manuell hier raus. EC2, genau. Hier, Mode Switch Key. Ja, ist Numpad 1, aber da passiert nichts, wenn ich drauf drücke, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt irgendwas abbaue, geht es wahrscheinlich kaputt, ne? Warte mal, wir fangen mal an mit den billigen Maschinen. Das ist einmal der Extractor hier. Oh. Ach, diese verdammten Fackeln, Alter. Ich kann das jetzt abbauen, okay. Also, wir haben den Extractor bekommen. Und, oh, da war noch Rubber drin, ne? Lol. Und der ist nicht kaputt gegangen. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob das mit dem Lossless Mode noch so war. Das hat auch funktioniert. Kompressor ist am Start. Dann haben wir hier einen Geothermalgenerator. Auch den haben wir so bekommen. Okay, das scheint zu funktionieren. Und die Energie von der Electric Wrench wird ja durch unsere Advanced Nano Chestplate wieder aufgeladen. Ja, okay. Kann ich damit die Tech Reborn Sachen abbauen? Ja, ist das auch heil geblieben? Auch das ist heil geblieben. Interessant. Ich muss mal ein bisschen kramlos werden gerade. Warte mal, wir packen mal den ganzen Krempel hier wieder rein ins System. Also Tech Reborn müssen wir auf jeden Fall per Shift-Rechtsklick abbauen, sonst geht da gar nichts. Ach, da waren noch solche Dinge hier drin. Cupron Nickel Heating Coil. Ach ja, stimmt. Die haben wir auch nur einmal gebraucht bisher, ne? Wahnsinn. Oh. Ich wollte die Sachen schon behalten. Wir werden da drüben, wir haben ja gerade noch eine Kiste im Inventar. Wir werden die drüben in dem Gebäude, werden wir die Sachen wieder aufstellen. So wie gehabt. Jetzt muss ich mal eben gucken. Hier ist nämlich noch Lava drin in dem Ding. Ich habe keinen Bock, dass mir hier oben der Fußboden gleich wegfackelt. So, die Kabel nehmen wir so mit. Gar kein Problem. Das ist die Turtle-Kiste gewesen, genau. Gut, hier brauchen wir aber auch keine Wrench ansetzen, weil... Warte, ich brauche noch einen Stein. Weil das sind ganz normale Blöcke, die sehr stabil sind übrigens. Es war so klar, dass der Kack in die Lava fällt, ey. Na gut.
Ist ja nur ein Standard-Maschinencasing, also haben wir damit nicht so die Probleme, glaube ich. Genau, hier ist nochmal Lava. Dann hätten wir den Quatsch hier bald entfernt. Ich baue auch mal diesen Ender-Tank hier ab, weil den hier brauchen wir jetzt im Prinzip nämlich auch nicht mehr. Was wir hier vielleicht nochmal bräuchten, wäre so eine Art Fackel, ne? Ja, jetzt, wo das Ding hier weg ist, wird es dunkel. Ja. Die sind echt stabil. Kann ich die wirklich nicht mit der Ranch abbauen? Warte mal. Ach, oh Gott, doch, danke. Oh, schön. So, dann gönnen wir uns mal die ganzen Maschinenframes hier weg, oder die Casings besser gesagt. Ein paar liegen oben? Nee, tatsächlich nicht. Okay, wunderbar. Jo, dann haben wir jetzt alle bis auf einen, aber das können wir verkraften, glaube ich. So, den ganzen Krempel, den wir jetzt haben, hier von Tech Reborn, Industrial Craft und so weiter, das schmeißen wir jetzt alles mal hier irgendwo hin in eine Kiste rein, damit wir den Kram schon mal da haben, wie wir es brauchen. Chests haben wir da, genau. Und da kommt jetzt erstmal alles soweit rein. Wir müssen gucken, dass wir nicht zu viel Zeit hier verplempern, denn wir brauchen im Prinzip die MFE noch oder später halt auch eine MFSU, damit wir überhaupt unsere Rüstung wieder aufladen können. Ja, das ist ja das Nächste. Jo, aber an sich, der Typ hier arbeitet. Was haben wir denn so an Rubberwood da? 100, nee, das ist Spruce. 20. Na, okay. Vorher war das aber relativ leer. Naja, das ist okay. Gut, dann hätten wir das schon mal safe. Dann würde ich sagen, quatschen wir da nicht lange um den heißen Brei rum. Achso, eine Sache noch. Ich habe die Tiere vermehrt, so nebenbei, während die letzte Folge gerendert hat. Ich denke, wir haben jetzt erstmal genügend. Also da sind auch genügend Jungtiere da. Genau, Schweine, Kühe und so weiter, ist alles easy going. Allerdings, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe das Gefühl, wenn sich ein Tier direkt vor dem Feeder befindet, dann werden die Viecher nicht gefüttert, glaube ich. Wobei das Verhalten von den Dingern da eher random war, bisher. Aber naja, solange noch irgendwas an Zeug hier zusammenkommt, ist es, glaube ich, okay. Was sind das für ein lustiger Kreis hier unten drunter unter den Viechern? Hm, keine Ahnung, ist okay. Oh, Moment mal. Hm, keine Ahnung. Hatte gedacht, das hängt irgendwie mit dem Mode-Switch-Key zusammen. Aber nee, tut's nicht. Gut, dann werden wir morgen oder übermorgen, je nachdem, nach Lust und Laune, die Steve's Cards-Geschichte hier aufsetzen mit der Farm. Die natürlich weitaus effektiver sein wird als das Ding hier. Das ist nur so eine Art Puffer, damit wir ein bisschen Rubberwood da haben. Und dann läuft das soweit. Genau, hier das Flatsch-Zeug können wir auch nochmal abführen, wenn wir den Bock haben. Aber das ist so eine Sache, die hat erstmal keine Priorität. Gut, dann wäre es das für diese Folge gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich weiß, ein paar Inhalte wiederholen sich gerade so ein bisschen, wie Farmen bauen und so weiter. Aber da müssen wir durch, denn wir brauchen eine solide Produktion von Rubber, weil sonst haben wir nachher ein Problem. Gut, in dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss!